Von wem ist das Telegramm, das Mrs. Hudson gerade gebracht hat? Holmes. Ja? Ich habe gefragt, von wem das Telegramm ist, das Mrs. Hudson gerade gebracht hat. Von Tom Creswell. Ah, unser lieber alter Bekannter Tom Creswell. Ja doch, er telegrafierte mir aus Styles Court. Styles Court? Jawohl, Styles Court. Ein faszinierendes Anwesen ist das. Von allen Fällen, bei denen ich das Privileg hatte, Sherlock Holmes' Ermittlungsarbeiten begleiten zu dürfen, war derjenige, der sich in dem historischen alten Haus Styles Court ereignet hatte, meiner Meinung nach einer der erstaunlichsten. Seit den Ereignissen, von denen ich nun in aller Ausführlichkeit berichten werde, ist viel Zeit vergangen. Und nur deshalb ist es mir überhaupt erlaubt, sie hiermit erstmalig zu Papier zu bringen. Leider müssen auch heute noch die wahren Identitäten einiger der Akteure des Dramas hinter fiktiven Namen verschleiert bleiben, obwohl es für viele meiner Leser sicher nicht schwer sein wird, sie zu identifizieren. Styles Court ist ein bezauberndes elisabethanisches Herrenhaus, das in dem sanft hügeligen Land nördlich der South Downs zwischen Pulborough und Petworth liegt. Ursprünglich war der repräsentative Landsitz im Besitz einer alteingesessenen Familie aus Sussex, die ihn über zwei Jahrhunderte lang von Vater zu Sohn weitervererbt hatte, bis steigende Steuern und sinkende Einnahmen letztendlich den Verkauf nötig machten. Styles Court ging dann in den Besitz eines mit uns befreundeten, wohlhabenden Börsenmaklers namens Tom Creswell über, der glücklicherweise sowohl über einen ausgezeichneten Geschmack als auch über ein beträchtliches Bankguthaben verfügt. Dieser Gentleman installierte nicht nur fließendes Wasser, elektrische Leitungen, ein hausinternes Telegrafenamt und andere Notwendigkeiten des modernen Lebens, sondern fügte dem Gebäudekomplex auch einen großen Raum hinzu, der ursprünglich als riesiges Billardzimmer angedacht war, sich dann aber zu einem Ballsaal entwickelte, der für allerlei gesellschaftliche Anlässe genutzt wurde. Tom Creswell scheute bei der Ausgestaltung dieses Teils seines Besitzes keine Kosten. Typisch Tom. Äußerlich passte er sich dabei dem Rest des Hauses in einer Weise an, die dem Architekten sehr zur Ehre gereichte. Dieser Ballsaal war mit dem Rest des Hauses nur durch einen kurzen Durchgang verbunden. Somit besaß dieser gewaltige Raum vier Außenwände. Eine ausgezeichnete, hochmoderne Zentralheizung und ein riesiges Holzfeuer im repräsentativen Kamin machten ihn selbst an den kältesten Wintertagen angenehm warm. Sollte ich den Eindruck erweckt haben, dass ich zu viel Platz auf die Einzelheiten eines einzigen Gebäudeteils verwandt habe, so war dies ganz gewiss keine Zeitverschwendung, denn dieser repräsentative Saal sollte sich im Verlauf der Geschichte als der Schauplatz der ganzen Tragödie erweisen. Ja, der Ton in Tom Creswells Telegramm hat eine gewisse Dringlichkeit, was wohl Arbeit bedeutet. Ein neuer Fall für Sie. Ganz recht. Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn dem nicht so wäre. Wann wird er Sie in der Sache hier in der Baker Street aufsuchen? Ich denke, wir werden bereits in den nächsten Minuten mit seinem Erscheinen rechnen müssen. Oh, so bald schon? Sehr gut. Dann werde ich Mrs. Hudson bitten, eine schöne Kanne Tee aufzubrühen. Oh, das halte ich für eine glänzende Idee, lieber Freund. Und wirklich traf Tom Creswell bereits eine Viertelstunde später ein. Zu unserer Überraschung befand sich in seiner Begleitung ein weiterer Mann, dessen Gesicht mir vage bekannt vorkam. Creswell stellte ihn als Sir James Lillibrook vor. Ich erinnerte mich daran, dass ich diesen Gentleman einige Monate zuvor bei einer Dinnergesellschaft in der Stadt gesehen hatte. Er war einer dieser Mächtigen im Finanzministerium, von denen die Öffentlichkeit im Grunde nur selten etwas hört. Es war unschwer zu erkennen, dass dieser hochgestellte Beamte momentan wohl unter sehr großem Druck stand. Tee? Ja, bitte, Dr. Watson. Sir James? Ja, danke, für mich auch.
Können Sie alles stehen und liegen lassen, Holmes, und sich Sir James augenblicklich zur Verfügung stellen? Oh. Da ich nach Ihrem Telegramm mit einer solchen Frage gerechnet habe, lautet meine Antwort ja. Sehr gut. Gott sei es gedankt. Setzen Sie mich also ins Bild, Sir James, welcher Art diese plagenden Probleme sind. Ja. Ich hoffe, dass sich kein Übeltäter an unseren Steuerabgaben zu schaffen gemacht hat. Ich sehe, Mr. Holmes, dass Sie offenbar wissen, wer ich bin. Das tue ich, ja. Insofern muss ich wohl nicht noch einmal betonen, dass ich Sie zu einem Zeitpunkt wie diesem wirklich nur deshalb kontaktiere, weil es sich bei meinem Anliegen um einen Notfall handelt. Einen Moment, Sir James. Ja. Wenn Sie bitte doch wenigstens so freundlich wären, uns zu erklären, ob gerade etwas von besonderer Bedeutung in der hohen Politik unseres Landes im Gange ist. Watson und ich sind nur bescheidene Zeitungsleser und sehen nicht hinter die Kulissen der großen Politik. Genau. Aus Ihren Worten schließe ich, dass da gerade tatsächlich etwas im Gange ist. Und ich muss Sie wohl kaum darauf hinweisen, dass es, wenn Sie meine Hilfe in der Sache wünschen, natürlich unerlässlich ist, dass ich im vollen Besitz aller Fakten bin. Ausnahmslos aller Fakten.